Hey, Agnetta. Hallo. Good to see you. Good to see you. Guten Tag. Ah, Sie sprechen noch Deutsch. Ein bisschen. Not Ja? very much, no. Sehr gut. Die Schweden sind immer so gut im Deutsch sprechen. Schön, dass wir uns unterhalten können. But we do this in English now. Yes, we do that. Good. We prefer that. Okay. Yeah. Sorry, I Oh, don't. Swedish. Well, yes. Lycka tack. That's all I get. So, was 2004 when your last 2004 kam ihr letztes Album raus und es sind jetzt 31 Jahre, seit ABBA sich getrennt hat. Warum waren Sie genau jetzt bereit für einen Comeback? Yeah, it was not planned at all. So, das war überhaupt nicht geplant. Diese beiden Produzenten kamen auf mich zu und fragten mich, ob ich mir mal drei Songs anhören möchte. Ich hatte bereits von ihnen gehört und dachte, warum nicht? Die Songs waren unglaublich gut. Sowohl die Melodien als auch die Texte waren hervorragend. So hatte ich von Anfang an vollstes Vertrauen zu den beiden. Aber natürlich ist es anders, im Studio zu sein, wenn man 30 oder 40 ist oder eben über 60. The difference to work when you're 30, 40 years and when you are over 60. Well, you know, your voice is. Ihre Stimme ist aber genauso klar und eindringlich wie früher. Oh, thank you. How was it to suddenly Wie war es denn, auf einmal wieder zu singen nach dieser langen Zeit? No, that's right. And I felt a bit rusty, or what you can say, in my throat. So, ja, das stimmt. Ich hatte tatsächlich lang nicht mehr gesungen und meine Stimme fühlte sich etwas eingerostet an. To remember, how am I going to... How shall I sing? Ich wusste, ich musste mich einfach wieder daran erinnern, wie es geht, zu singen, aus dem Bauch heraus, anstatt so aus der Kehle. Da habe ich ein paar Gesangsstunden genommen. Ja, das musste ich tun. Dann war alles wieder da. And then I came back to it very, very easy. Stimmt es, dass Sie nach der Trennung von ABBA eine Weile lang nicht mehr gesungen und nicht mal mehr Musik gehört haben? Nach der Trennung von ABBA waren wir unglaublich müde. Frieda und ich konnten die Songs einfach nicht mehr hören. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange, aber einige Jahre lang habe ich keinen einzigen unserer Songs gehört. For several years at least that we I didn't put on any records, I didn't listen to any song, and it was just full. And now? Und jetzt? And now, then it went some years, and then it got better. And nach ein paar Jahren wurde es besser und besser, und ich habe wieder ein ABBA-Album aufgelegt, einen ABBA-Song, besser gesagt. Und ich war bereit, wieder zu arbeiten. And I was open for to work again. And then there's one einen der neuen Songs haben Sie auch selbst geschrieben. Yeah, the boys, we talked about it, and It's 10 ja, darüber hatten wir gesprochen. Die Produzenten haben 9 der 10 Songs auf dem Album geliefert und ich dachte, ich sollte versuchen, wenigstens einen selbst zu schreiben. Das ist gar nicht so einfach nach einer so langen Pause. Aber ich weiß, dass ich es kann. Wenn ich mich also ans Klavier setze und mich wirklich bemühe, kommt alles zurück. Mit Ihrer Stimme können Sie Menschen begeistern und auch zu Tränen rühren. Werden Sie denn selbst auch emotional, wenn Sie singen? Bei The Winner Takes It All zum Beispiel? Ja, das kommt vor. And I think that's my, if I can talk of my strong gift, so to say. Ich glaube, das ist mein großes Talent, Lieder zu interpretieren. Very well put myself into this story. Ich kann mich komplett in eine Geschichte hineinversetzen. Das ist als erwachsener Mensch einfacher, weil man mehr Lebenserfahrung hat. You have a big life experience, so to say. But also during The Winner Takes It All was easy in a way, because aber bei The Winner Takes It All war es auch irgendwie einfach. Björn und ich hatten gerade unsere Scheidung hinter uns und ich konnte mit dem Text wirklich etwas anfangen. I want really to explore things. Ich wollte diese Gefühle erkunden.
Aber weil Björn immer über uns alle vier schreibt, weiß man nie so genau, wer gemeint ist. Haben die anderen drei denn schon was zu ihrem neuen Album gesagt? Heard any reactions of the other three? Oh yes, we went to Benny. Oh ja, wir sind zu Benny gegangen, als ich die Aufnahmen gemacht hatte und haben es in seinem Studio in Stockholm gespielt. And he thought it was very good. Er fand es wirklich gut. And Björn, I have been talking to a bit as well. Mit Björn habe ich auch ein wenig gesprochen und Frieda habe ich letzten Sommer getroffen. Sie wissen also, dass ich das mache und ich hoffe, dass es ihnen gefällt. I hope they think it's nice. Will your fans in Germany? Werden denn ihre deutschen Fans die Gelegenheit haben, sie mal wieder auf der Bühne zu sehen? Sorry, I think I have to do. Oh, sorry, ich glaube, da muss ich viele enttäuschen. Heutzutage fühle ich mich im Studio wohler als auf der Live-Bühne. Ich meine, ich trete im Fernsehen auf und mache auch Videos. Ich reise nur nicht mehr so viel. Working with a camera, so but I don't travel so much nowadays. Vielleicht können Sie Ihren deutschen Fans ja auf diesem Weg einen Gruß schicken. Yeah, I would love to. Hello, I'm Agneta. It's nice to be back, and I hope you will all like my new record. It's called A.